gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bietet ein großes und abwechslungsreiches Kulturangebot. Für den Tourismus ist das kulturelle Angebot in einer Region ein wichtiger Faktor, auch für unsere Reiseregionen im Fläming und Havelland. Wir möchten unseren Gästen und Besuchern aus nah und fern diese Einrichtung nahebringen, Erlebniswerte schaffen, den Kulturtourismus so attraktiv wie möglich gestalten. Neu ist das Wochenendnetz in der Mitte des Landkreises Potsdam-Mittelmark, das gleichzeitig die Verbindungen zum Fläming und Havelland knüpft. Somit können unsere Besucher an den Wochenenden mindestens im 2-Stunden-Takt touristische und kulturelle Freizeitangebote klimafreundlich erreichen. In den folgenden Beiträgen stellen wir Ihnen nun einige lohnenswerte Ziele vor. Das historische Kulturensemble des Ortes Rekan ist untrennbar verknüpft mit der Person Eberhard von Rochow, der auf seinem Grund und Boden eine Landschulreform umsetzte, auf der sich letztlich das preußische Schulwesen gründete. Das Museum im Schloss Rekan widmet sich dieser Geschichte mit sehr viel Liebe zum Detail. Hier gibt es Dinge nicht nur zu sehen, sondern zu hören, anfassen und selbst auszuprobieren. Bei Kaffee und Kuchen und anschließend einem Spaziergang in den großzügigen Parkanlagen stößt man unweigerlich auf das historische Schulmuseum in dem kleinen Ort. Bereits 1779 eröffnete von Rochow eine eigene Dorfschule in Rekan. Hier gibt es viel zu sehen, doch das Highlight ist ganz sicher das alte Klassenzimmer. Mit seiner historischen Ausstattung bietet das Schulmuseum damit für Jung und Alt die Möglichkeit, eine Schulstunde aus längst vergangener Zeit zu erleben. Ein kurzer Zwischenstopp im kleinen Ort Golzow. Mitte des 18. Jahrhunderts entstand in der Ortsmitte von Golzow die Barockkirche, die durch ihren achteckigen Grundriss besticht. Der nächste Halt bringt uns nach Lenin. Der Ort ist bekannt für das im 12. Jahrhundert gegründete Zisterzienserkloster, dem ersten Kloster der Mark Brandenburg. Von herausragender Bedeutung ist die Backsteinbaukunst der romanisch-gotischen Klosterkirche und des Königshauses, dem spätgotischen Hospital des Klosters. Geschichtsinteressierten empfiehlt sich das Zisterziensermuseum im barocken Amtshaus aus dem 17. Jahrhundert. Daneben gibt es auf dem gesamten Gelände mit seinen Höfen und Gärten für jeden etwas zu entdecken. Am Ostufer des Klostersees in Lenin befindet sich der Skulpturenpark mit Kunstgalerie und Ufercafé, zu dem sich ein Abstecher lohnt. Fast wie ein Gegensatz zum alten Kloster wirkt der Ufergarten mit seinen zahlreichen Großskulpturen zeitgenössischer Künstler. Mit Blick aufs Wasser können bei Kaffee und Kuchen die harmonische Stimmung zwischen Natur und Architektur genossen werden. Das Institut für Kunst und Kultur e.V. gestaltet als Träger des Parks ein umfangreiches und anspruchsvolles Jahresprogramm mit Ausstellungen in der Galerie, Lesungen, Bildhauersymposien, Theater und Konzerten. Wer einen längeren Aufenthalt vorzieht, findet aus einer Vielzahl von Workshops und Entspannungsangeboten ganz sicher das Richtige und kann auch die vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten nutzen. Aber auch ein kurzer Aufenthalt reicht aus, um seinen eigenen Baumgeist zu hinterlassen. Von hier aus geht die Reise weiter in Richtung Spargelstadt Beelitz. Hier lädt nicht nur das historische Stadtzentrum zum Spielen und Verweilen ein, sondern bietet auch die ein oder andere Möglichkeit, ein leckeres Eis zu genießen, so wie hier in Jakobs Café. Was nicht fehlen darf in Beelitz, ist ein Besuch im Spargelmuseum. Mit etwas Glück begrüßt Spargelino hier jeden, der etwas über die Geschichte des wohl bekanntesten Gemüses der Stadt erfahren möchte. Wem danach nach frischer Luft und Bewegung ist, ist genau richtig in den vielen neu geschaffenen Parks, zum Beispiel rund um den Wasserturm, mit zahlreichen Spielmöglichkeiten für jedes Alter.
Für das leibliche Wohl sorgen eine Vielzahl von Restaurants und Gasthäusern in Beelitz. Zur richtigen Jahreszeit darf dabei natürlich Spargel nicht fehlen. Hier im Landmahl zum Beispiel zeigt ein enthusiastisches und kreatives Team, welche Vielfalt sich aus dem weißen Gemüse zaubern lässt. Frisch gestärkt wird es Zeit für eine Reise durch Baum und Zeit. Der Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten erschließt dabei eine völlig neue Perspektive auf das einmalige Gelände der Lungenheilstätte und die mit einem Wald und Schlingpflanzen überwucherte malerische Ruine. Wem in die Ferne schauen allein nicht reicht, findet auch den ein oder anderen Nervenkitzel, ob auf einer Hängematte in schwindelerregender Höhe oder beim Klettern durch die Skyboar. Schön, dass Sie da sind, begrüßt uns die letzte Station an diesem Tag. Der Spargelhof in Kleistow bietet weit mehr als nur Gemüse. Wie wäre es mit einem motorisierten Waldausflug? Zahlreiche Spielplätze laden zum Toben ein. Für Tierliebhaber bietet das Naturwildgehege und ein Streichelzoo die Möglichkeit, den tierischen Bewohnern ganz nahe zu kommen. Und während sich die Kinder weiter auf den Rutschen und Spielplätzen austoben, lohnt sich ein Besuch im Hofladen für das ein oder andere Mitbringsel. Und auch wenn sich hier nicht alles nur um Spargel dreht, so sei jedem ans Herz gelegt, den Tag genau damit ausklingen zu lassen.